Heute wird oft davon geredet, im Rückblick auf die deutsche Vereinigung, dass Gorbatschow oder Bush, je nachdem, wie man die Reihenfolge wählt, Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher die deutsche Einheit gemacht haben. Und dann denkt man an die 100.000 Menschen in Ostdeutschland auf den Straßen. Ich halte diese Rede immer für sehr ärgerlich, weil die Ostdeutschen, die damaligen DDR-Bürger, eben nur als Masse vorkommen, als könnten Ostdeutsche und hätten sie nur dies getan, dass sie sich auf die Straße gewagt hätten und ein Schild hochzuhalten. Ich glaube, wir haben damals sehr klar und sehr konzeptionell zum Teil auch politisch gehandelt. Der Sturz Honeckers ist nicht vom Westen her gemacht worden. Da gab es Rahmenbedingungen internationaler Art natürlich. Aber der Sturz der Diktatur ist in der DDR von DDR-Bürgern gemacht worden. Im Zusammenspiel dieser neuen Gruppierungen und dem Druck der Straße, der nötig war, damit die Gruppierungen wirklich politisch handeln konnten und ernst genommen wurden. Ich glaube, das ist wichtig heute zu sehen, dass es einen ganz klaren Weg zur deutschen Einheit gibt, der über die Selbstbestimmung der Ostdeutschen geht. Institutionell ist der Weg in die deutsche Einheit der Weg des aufrechten Ganges der Ostdeutschen. Der Sturz der Diktatur über den runden Tisch als Instrument, als Krücke zur parlamentarischen Demokratie, ein frei gewähltes Parlament, eine frei gewählte Regierung, die die Verträge ausarbeitet, außenpolitisch 2 plus 4, Währungsunion, Einigungsvertrag, und dann der Beitrittsbeschluss der Volkskammer als frei gewählter Volkskammer zur deutschen Einheit. Das ist also von Ostdeutschland gemacht worden. Wir sind erhobenen Hauptes in die deutsche Einheit gegangen. Dies wird oft vergessen im Westen, weil man glaubt, es sei vom Westen her gemacht worden. Und auch im Osten selbst, weil ich glaube, sehr viele Ostdeutsche fühlen sich durch die deutsche Einheit nur kolonisiert. Und das ist falsch. Wir wollten sie. Wir haben ganz wesentlich dazu beigetragen. Und dies ist ein wesentliches Teil deutscher Demokratiegeschichte.